Am 31. Januar 2024 melden Online-Plattformen die darauf generierten Umsätze aus dem Jahr 2023 an die Finanzbehörden. Und zwar zum ersten Mal. Warum das Ganze? Wegen dem sogenannten Plattformsteuertransparenzgesetz. Das ist ein Gesetz, das es seit dem Jahr 2023 gibt. Und jetzt, am 31. Januar 2024, kommt die erste Meldung über die auf der Plattform generierten Umsätze an die Finanzbehörden. Und darüber solltest du ein paar Dinge wissen. Ich habe übrigens zu dem ganzen Thema Plattformsteuertransparenzgesetz schon im letzten Jahr, als das Gesetz neu war, Videos aufgenommen. Aber inzwischen gibt es ein paar News und Updates und vor allen Dingen haben einfach ein paar Plattformen veröffentlicht, wie sie da eigentlich vorgehen, welche Informationen sie genau melden und so weiter. Bisher kannten wir nur das Gesetz. Und ich dachte, ich nehme mir diese Deadline einmal zum Anlass, das ganze Thema nochmal ein bisschen näher zu betrachten und mit dir und euch zu besprechen, wie das Ganze jetzt eigentlich abläuft. Was bringt mir dieses Plattformsteuertransparenzgesetz eigentlich? Außer so ein Sieg in Scrabble vielleicht. Es ist vor allem dafür gebaut, um Steuerhinterziehung zu vermeiden. Denn diese Plattformen, wie zum Beispiel eBay oder Kleinanzeigen, werden ganz offensichtlich auch regelmäßig dafür genutzt, um schwarz Geld zu verdienen. Und das soll eliminiert werden. Welche Umsätze werden da eigentlich gemeldet? Wenn du als Anbieter auf Plattformen im Internet eine der folgenden Leistungen erbringst. Erstens, die zeitlich begrenzte Überlassung von Nutzungen und anderen Rechten jeder Art an unbeweglichem Vermögen. Klingt unglaublich kompliziert. Ganz konkret ist es die Vermietung auf Airbnb beispielsweise oder Home2Go oder HomeAway oder Home was weiß ich auch immer, so Ferienwohnungsvermietungsplattformen. Die melden die Umsätze an die Finanzbehörden. Zweitens, die Erbringung von persönlichen Dienstleistungen, zum Beispiel Handwerkerleistungen, Reinigungen, Lieferungen und so weiter. Das heißt auf Upwork, auf Fiverr, auf MyHammer und so weiter. Das heißt so Dienstleistungsplattformen. Diese Plattformen melden die Umsätze ebenfalls an die Finanzbehörden. Drittens, der Verkauf von Waren. Also Spielzeug, Kleidung, Bücher, selbst hergestellte Waren. Das heißt, die ganzen Plattformen, Vinted, Kleinanzeigen, eBay, Etsy und so weiter. Überall, wo du Waren verkaufen kannst. Auch diese Plattformen melden die Umsätze jetzt das erste Mal an die Finanzbehörden. Und viertens gibt es noch eine Kategorie, und zwar die zeitlich begrenzte Überlassung von Nutzungen und anderen Rechten jeder Art an Verkehrsmitteln. Ganz konkret, wenn du zum Beispiel den Camper vermietest. Musst du jetzt Angst haben, dass jeder Cent sofort beim Finanzamt ist? Nein, musst du nicht, denn es gibt zwei, ich würde mal sagen, Bagatellgrenzen, die werden im Gesetz nie so genannt, sind sie aber faktisch. Und zwar einmal die Anzahl der Transaktionen und einmal dein generierter Umsatz. Und zwar geht immer dann eine Meldung raus, wenn immer mehr als 30 Transaktionen innerhalb eines Kalenderjahres auf dieser Plattform getätigt worden sind. Das heißt, wenn du über eBay beispielsweise 40 Mal einzeln ein Buch verkauft hast, dann hast du 40 Transaktionen und hast ja quasi die Bedingung erfüllt und dann geht eine Meldung über alle deine Umsätze an die Finanzbehörden. Wenn du weniger als 30 Transaktionen hattest, aber insgesamt über 2000 Euro Umsatz gemacht hast, dann geht auch eine Meldung raus. Das heißt, wenn du nur ein einziges Mal ein Auto verkauft hast auf mobile.de und über 2000 Euro dafür bekommen hast, dann geht auch eine Meldung raus an das Finanzamt. Wenn du unter den beiden Grenzen liegst, dann wird gar nichts gemeldet. Aber wenn du über einer dieser Grenzen lagst, dann fragst du dich vielleicht, was wird denn da jetzt genau gemeldet? Und das ist ehrlicherweise relativ viel. Und zwar, genauer gesagt, dein Name, dein Geburtsdatum, deine Steueridentifikationsnummer, deine Postanschrift, deine Bankverbindung, alle relevanten Transaktionen und die Umsätze, die du mit diesen Transaktionen gemacht hast. Was aber auch übermittelt wird, ist, wie viele Gebühren du an die Plattform für diese Umsätze gezahlt hast. Und, falls die Plattform es hat, die Umsatzsteueridentifikationsnummer. Das heißt, all diese Informationen werden einmal von den Plattformen an die Finanzbehörden gemeldet. Was genau sind eigentlich Finanzbehörden? Das ist in erster Linie erstmal das Bundeszentralamt für Steuern. Das ist eine bundesweite Organisation und das ist quasi die Stelle, an die zum Beispiel Kleinanzeigen.de jetzt diese Umsätze meldet. Und das Bundeszentralamt für Steuern gibt diese Informationen dann weiter an die Finanzbehörden der Bundesländer. Alle Bundesländer haben eigene Finanzbehörden und dahin gehen dann diese Informationen. Und diese Landesbehörden geben die Informationen dann weiter an das für dich zuständige Finanzamt. Und dann hat das für dich zuständige Finanzamt so die Informationen darüber, wie viel Umsatz du so im Internet gemacht hast. Und ich höre jetzt schon den Aufschrei. Wie kann das sein? Der Gesetzgeber möchte uns vorne und hinten das Geld abnehmen. Ja, das möchte ich vielleicht gar nicht widersprechen. Aber das Ganze ist ein Plattformsteuer, ganz wichtig,
Transparenzgesetz. Das Ganze ist kein Steuergesetz. Und das bedeutet, dass aufgrund dieses Gesetzes überhaupt niemand steuerpflichtig wird. Das Ganze ist kein Steuergesetz. Das ist ein Gesetz für diese Plattformen. Aber es gibt natürlich gesetzliche Regelungen, die vorschreiben, unter welchen Voraussetzungen Verkäufe auf Internetplattformen versteuert werden müssen. Aber ganz, ganz wichtiger Hinweis, es gibt gar keinen Unterschied, ob du diese Umsätze vor Ort auf dem Flohmarkt machst oder online machst. Also diese Gesetze, die sind nicht neu, die gibt es schon lange und die gelten auch schon die ganze Zeit. Und um dir mal einen Überblick zu geben, wann du eigentlich Steuern auf so Privatverkäufe zahlen musst, blende ich dir hier einmal ein Übersichtsschema ein. Ich habe zu dem ganzen Thema auch schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Du musst nämlich bei jeder Transaktion, wie gesagt, egal ob es auf kleinanzeigen.de ist, auf Vinted, auf eBay oder auf dem Flohmarkt, musst du dir immer folgende Fragen stellen. Erstens, ist es eine nachhaltige Tätigkeit mit der Absicht, Gewinn zu erzielen? Denn das ist die Definition von Gewerbe. Und wenn du gerade einen Verkauf tätigst und dieser Verkauf ein Teil ist von einer nachhaltigen Tätigkeit, mit der du Gewinn erzielen möchtest, ja, dann bist du halt Gewerbetreibender und warst wahrscheinlich die ganze Zeit schon Gewerbetreibender und dann solltest du natürlich schleunigst ein Gewerbe anmelden und deine Steuererklärungen abgeben und entsprechend Steuern bezahlen. Du bist dann faktisch selbstständig. Aber es ist ja nicht alles automatisch sofort eine nachhaltige Tätigkeit. Wir alle verkaufen ja auch mal private Gegenstände. Und die nächste Frage, die du dir stellen solltest, wenn du sagst, okay, es ist keine nachhaltige Tätigkeit, ist es ein Gegenstand des täglichen Bedarfs, also Kleidung, Spielzeug, dein altes Handy und so weiter. Dann ist es ja ein Gegenstand des täglichen Bedarfs und die sind immer steuerfrei. Das heißt, solche Gegenstände des täglichen Bedarfs kannst du immer steuerfrei verkaufen, gar kein Problem. Anders ist das bei Schmuck, Kunstgegenstände, Gold, aber auch zum Beispiel Bitcoin. Dann sprechen wir nämlich nicht von Gegenständen des täglichen Bedarfs. Dann heißt es aber noch nicht automatisch, dass das Ganze steuerpflichtig ist. Denn als nächstes musst du dir die Frage stellen, habe ich überhaupt einen Gewinn gemacht? Denn du musst nicht den Verkaufserlös, also den Umsatz versteuern, sondern den Gewinn. Das heißt, du kannst quasi vom Verkaufspreis immer auch den Einkaufspreis abziehen. Und wenn ich jetzt beispielsweise einen Kunstgegenstand für 1000 Euro verkaufe und ich habe diesen Kunstgegenstand für 2000 Euro gekauft, dann habe ich halt keinen Gewinn gemacht und dann muss ich natürlich auf die 1000 Euro Erlös, die ich beim Verkauf generiert habe, keine Steuern bezahlen, weil ich habe auch keinen Gewinn erzielt. Und wenn ich aber einen Gewinn erzielt habe, das heißt, gehen wir mal davon aus, ich habe diesen Kunstgegenstand nicht für 1000 Euro verkauft und 2000 eingekauft, sondern andersrum. Gehen wir davon aus, ich habe diesen Kunstgegenstand für 1000 gekauft und für 2000 verkauft. Das heißt, ich habe einen Gewinn gemacht. Die nächste Frage, die ich mir dann stellen sollte, ist, wie lange habe ich diesen Kunstgegenstand eigentlich besessen? Denn es gibt eine Spekulationsfrist von einem Jahr. Und wenn ich solche Gegenstände länger als ein Jahr besessen habe, ganz, ganz wichtig, wirklich ein Jahr und nicht 365 Tage, aufgrund der Schaltjahre sind es halt manchmal 366 Tage, also immer genau im Kalender schauen. Wenn ich diesen Gegenstand länger als ein Jahr besessen habe, dann ist der Gewinn komplett steuerfrei. Das heißt, wenn ich vor 5 Jahren Bitcoin für 5000 Euro gekauft habe und jetzt verkaufe ich Bitcoin für 40.000 Euro nach 5 Jahren, dann ist das Ganze einfach steuerfrei. Das heißt, die Spekulationsfrist sorgt auch schon mal dafür, dass die meisten Verkäufe steuerfrei sind. Wenn ich allerdings einen nicht alltäglichen Gegenstand gekauft und verkauft habe, damit einen Gewinn erzielt habe und das Ganze war innerhalb eines Jahres, dann muss ich darauf unter Umständen Steuern bezahlen. Aber auch nur, wenn ich mehr als 600 Euro Gewinn gemacht habe. Weil es gibt eine Freigrenze von 600 Euro. Das heißt, wenn mein Gewinn nur in diesem ganz speziellen Fall über 600 Euro pro Jahr lag, dann muss ich darauf Steuern bezahlen. Übrigens, diese 600 Euro werden gerade auch diskutiert. Wahrscheinlich werden sie im Wachstumschancengesetz, das können wir im ersten Quartal 2024 erwarten, werden diese 600 Euro auf 1000 Euro angehoben. Dann gibt es sogar eine Steuererleichterung in dem Sinne. Und nur in diesen Fällen werden private Veräußerungsgeschäfte tatsächlich steuerpflichtig. Und dieses Plattformsteuertransparenzgesetz ändert daran einfach gar nichts. Dieses Gesetz gab es vorher, das gibt es jetzt immer noch. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass das Finanzamt unter Umständen diese Daten jetzt hat. Du hättest aber die ganze Zeit darauf schon Steuern zahlen müssen. Und übrigens kannst du auch über 2000 Euro Umsatz liegen oder über 30 Transaktionen. Du kannst mit Kinderspielzeug 5 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Kinderspielzeug sind immer noch Gegenstände des täglichen Bedarfs. Das heißt, dieses Plattformsteuertransparenzgesetz macht überhaupt gar nichts steuerpflichtig. Es ist sehr, sehr, sehr eigenartig, wenn du 5 Millionen Euro umsetzt mit, Kinderspielzeug. Das heißt, du solltest schon eine Begründung haben, wie man so viel Umsatz mit Kinderspielzeug machen kann und es ist keine nachhaltige Tätigkeit. Theoretisch ist das aber durchaus denkbar. Das heißt, das Finanzamt hat die Informationen, das bedeutet aber nicht, dass alle Informationen jetzt sofort
ja, zu einer Steuer führt. Und ja, natürlich stellt sich jetzt die Frage, was machst du jetzt mit dieser Information? Ja, erstmal gar nichts. Selbst wenn du über diesen Grenzen bist, entweder weil du gewerblich tätig bist oder aber weil auch einfach du steuerpflichtige Privatverkäufe hattest, dann machst du ja irgendwann eine Steuererklärung. Und zwar irgendwann im Sommer diesen Jahres wahrscheinlich. Die Steuererklärung für 2023 muss abgegeben werden bis zum 31. August 2024. Und du trägst da einfach ganz normal dein steuerpflichtiges Einkommen ein. Also private Veräußerungsgeschäfte, Gewerbebetrieb und so weiter. Und wenn du das machst, dann zahlst du darauf Steuern und dann ist das ganze Ding erledigt. Schwierig wird es nur, wenn du jetzt in deine Steuererklärung die Dinge nicht einträgst, dann weißt du nämlich, das Finanzamt hat diese Daten eigentlich schon. Das heißt, Steuerhinterziehung wird jetzt erheblich schwieriger. Das ist jetzt nicht das Schlechteste dieser Welt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für dich bedeutet es auch ganz konkret, jetzt am 31. Januar geht halt die Meldung raus von den Plattformen an das Bundeszentralamt für Steuern und dann dauert das noch eine Weile, bis die Information tatsächlich bei deinem zuständigen Finanzamt da ist. Aber du musst, egal was ist, jetzt nicht sofort im Februar mit der Steuerfahndung vor der Tür rechnen, weil du ja noch die Steuererklärung für das letzte Jahr abgeben kannst. Das heißt, du hast ja noch die Chance, alles ganz normal zu erklären und dann gibt es überhaupt gar kein Problem. Und deswegen ja, ist die ganze Aufregung rund um dieses Gesetz auch so ein bisschen unbegründet. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich mir mal zwei ganz konkrete Beispiele anschauen. Denn das Ganze ist jetzt so die gesetzliche Regelung. Das ist so die Theorie. Doch wie läuft das eigentlich ganz praktisch ab? Wie machen die Plattformen das eigentlich? Und da habe ich mir überlegt, wir gucken uns als erstes einfach mal Kleinanzeigen.de an. Kleinanzeigen.de hat ein riesengroßes Problem. Und zwar sind da zwar wahnsinnig viele Verkäufe, die über diese Plattformen stattfinden, aber wie soll denn Kleinanzeigen.de wissen, ob ich tatsächlich mein gebrauchtes Smartphone jetzt auch verkauft habe? Nur weil ich es da eingestellt habe, heißt noch lange nicht, dass ich das für den Preis, für den ich das da eingestellt habe, das auch verkauft worden ist. Und genau das sagt Kleinanzeigen.de tatsächlich auch. Das heißt, du findest eigentlich auf all diesen Plattformseiten jetzt immer eine Unterseite rund um das ganze Thema Plattformsteuertransparenzgesetz oder DAG 7. Das heißt, wenn du auf irgendeiner anderen Plattform ja, tätig bist, dann schau unbedingt mal nach dieser Informationsseite über dieses Gesetz. Und da findest du generell viele Informationen über das Gesetz. Was aber das wirklich Spannende ist, steht hier oben in diesem Kasten. Es geht ausschließlich um Verkäufe. Richtig. Die Informationen von Käufern werden überhaupt gar nicht übermittelt. Außerdem, die Zahl der von dir aufgegebenen Anzeigen spielt keine Rolle. In der Regel wissen wir nicht, ob ihr euch einig geworden seid, es also tatsächlich zu einem Verkauf gekommen ist. Genau das ist das Problem. Wir übermitteln ausschließlich Informationen zu Transaktionen an die Finanzbehörden, also das Bundeszentralamt für Steuern, bei denen wir mit Sicherheit wissen, dass es sich um eine erfolgreiche Transaktion, also einen abgeschlossenen Verkauf, handelt. Und da gibt es unglaublich viel Mythen. Nein, Kleinanzeigen.de liest nicht den Chat aus. Mit Sicherheit weiß Kleinanzeigen das Ganze nämlich immer nur dann, wenn du auf Kleinanzeigen.de direkt bezahlst. Nur diese Transaktionen werden quasi mit reingerechnet. Alle anderen Anzeigen meldet Kleinanzeigen.de nicht an das Bundeszentralamt für Steuern. Ein bisschen anders handhabt das Vinted zum Beispiel. Auch Vinted hat so eine Informationsseite über DAG 7, also wie gesagt, Plattformsteuertransparenzgesetz. Und hier schreibt Vinted, muss ich den DAG 7 Bericht fertigstellen? Das läuft nämlich bei Vinted folgendermaßen, dass auch da 30 Verkäufe oder 2000 Euro Umsatz, das sind halt die gesetzlichen Regelungen. Und wenn du das überschreitest, dann schickt dir Vinted quasi so ein Formular. Dann musst du bei Vinted diese Informationen, die noch fehlen über dich, ausfüllen. Das heißt, Kleinanzeigen.de übermittelt einfach nur das, was sie haben. Und wenn sie was nicht haben, sagen sie, okay, wenn ich die Informationen nicht habe, dann kann ich sie nicht übermitteln. Und dann wird es nicht übermittelt. Bei Vinted ist es so, sobald du eine dieser Grenzen überschritten hast, dann werden wir dich kontaktieren und bitten, den DAG 7 Bericht fertigzustellen. Das heißt, dann musst du Vinted diese Informationen geben und dann werden diese Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet. Es gibt natürlich in der Theorie noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man sich so einen Prozess ausdenken könnte. Und ich bin auch neugierig, wie die unterschiedlichen Plattformen das jeweils ganz konkret in der Praxis umgesetzt haben. Vielleicht schreibst du mir darüber auch einfach mal so deine Berichte und Eindrücke unten in den Kommentarbereich. Ich bin super gespannt. Und das soll es auch an dieser Stelle gewesen sein mit den Informationen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Aber ganz, ganz wichtig, das Ganze ist kein Steuergesetz. Das heißt, du kannst nach wie vor private Geschäfte verkaufen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie häufig ich diese Frage in den letzten Wochen und Monaten beantwortet habe. Zum ganzen Thema private Veräußerungsgeschäfte habe ich auch schon mal ein separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Schau dir das unbedingt einmal an, wenn du Fragen dazu hast, wann du genau Steuern bezahlen musst auf
privaten Verkäufen. Wenn du jetzt aber selbstständig bist, entweder vorher schon warst oder vielleicht jetzt gerade festgestellt hast, dass du eigentlich gewerblich tätig bist, dann brauchst du mit Sicherheit Unterstützung. Entweder brauchst du die richtigen Tools, das richtige Bankkonto oder einen Steuerberater. Dann findest du alle Informationen und einige Tool-Empfehlungen unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir gerne aber auch noch einmal hier. Oder du schaust dir einfach jetzt sofort direkt das nächste Video an. Wir haben da wirklich einige fantastische Videos zur Auswahl, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.